Kommandantin Celestis, kleinen Moment noch. Ich möchte mich wenigstens verabschieden. Professor Leyven, Lumia, danke für alles. Ich werde alles geben, um das Rätsel zu lösen und allen zu beweisen, dass ich unschuldig bin. Lebt wohl. Boom. Katztastisch begrüße ich euch zu Pokémon-Legenden Arceus hier auf Katze. Am Ende der letzten Folge gab es einen großen Knall. Und wir müssen unbedingt herausfinden, was passiert ist. Ich dachte, alles wäre wieder in Ordnung, da wir alle Könige und Königinnen aus der Rage verholfen haben. Was ist denn hier passiert? Warum sieht der Himmel so aus? Katze! Boah, der Riss ist größer geworden. Ich verstehe das nicht. Wir haben doch alles getan, was wir tun mussten, oder? Und den Boku sieht sauer und gleichzeitig beunruhigt aus. Oh dear, oh dear. Aus dem Riss im Raumzeitgefüge strömt eine unfassbare Energie. Und der Himmel hat sich rot gefärbt. Ich habe eine Nachricht vom Expeditionsleiter. Du sollst augenblicklich zu ihm kommen. Ja, mach ich. Vielleicht hat er eine neue Mission für mich. Das kann kein gutes Zeichen sein. Der Himmel sieht ominös aus. Ja, sehr ominös sogar. Du hast nach uns gerufen? Möchtest du die Besänftigung aller Könige und Königinnen besprechen? Nicht ganz. Auf uns wartet gerade eine wesentlich dringendere Angelegenheit. Just in der Nacht, nachdem Katze aus dem Riss gefallen kam, schossen seltsame Blitze aus dem Himmel, die Axanthor und die anderen in Rage versetzten. Aus meiner Sicht liegt es also nahe, dass zwischen dem Jungen und den Blitzen ein Zusammenhang besteht. Wer oder was bist du wirklich, Katze? Aber was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich dachte mir, dass du das sagen würdest. Wenn du aus demselben Riss gekommen bist wie diese Blitze, muss etwas mit der Rage der Könige und Königinnen zu tun haben. Wolltest du dir unser Vertrauen erschleichen, indem du sie besänftigst? Doch wozu? Was führst du als nächstes im Schilde? Aber das stimmt doch gar nicht. Den Boku was? Er führt gar nichts im Schilde. Wie kommst du nur darauf? Genau. Und glaubst du denn wirklich, dass Katze überhaupt die Macht besitzt, solch schreckliche Kräfte zu entfesseln? Könnt ihr wirklich mit absoluter Sicherheit sagen, dass er unschuldig ist? Immerhin kam er einfach so aus dem Riss im Raumzeitgefüge gefallen. Wer kann dafür garantieren, dass er uns die Wahrheit erzählt hat? Möglicherweise ist er gar nicht der, für den er sich ausgibt. Aber das ist doch absurd. Natürlich kann keiner von uns jeden Zweifel an Katze aus der Welt schaffen. Ich finde das ihm gegenüber ungerecht. Was soll Katze denn tun, um sich unser Vertrauen zu verdienen? Ganz einfach. Ich gebe ihm die Gelegenheit, sich durch eine Forschungsmission zu beweisen. Doch diese wird er nicht als Mitglied der Galaktik-Expedition bestreiten, sondern allein. Unter den Bewohnern von Jubeldorf sind viele, die dir nicht über den Weg trauen. Solange du diese Zweifel nicht aus dem Weg geräumt hast, können wir es uns nicht leisten, dich als Mitglied der Expedition zu behalten. Deshalb entlasse ich dich hiermit offiziell aus deinen Diensten. Bis du erklären kannst, warum dieses Unheil über uns hereingebrochen ist. Nein, bis du es vollständig abgewendet hast und deine Unschuld überzeugend nachweisen kannst, bist du in Jubeldorf nicht mehr willkommen. Haben wir uns verstanden, Celestis?
Jawohl. Wie herzlos! Habt ihr wirklich so wenig Vertrauen in Katze? Es nützt nichts, ihnen Schutz zu nehmen. Ich erfülle hier nur meine Pflicht als Leiter der Galaktik-Expedition. Ich erkenne an, dass du uns etliche Dienste erwiesen hast. Daher gestatte ich es, dass du das Dorf aus eigenen Stücken verlässt, anstatt gleich hier in Ketten gelegt zu werden. Du wirst aus dem Dorf verbannt? Was? Warum? Die Entscheidung ist gefallen. Ja, ich muss tatsächlich gehen. Gehen wir. Kommandantin Celestis, kleinen Moment noch. Ich möchte mich wenigstens verabschieden. Professor Leyven, Lumia, danke für alles. Ich werde alles geben, um das Rätsel zu lösen und allen zu beweisen, dass ich unschuldig bin. Passt auf euch auf. Lebt wohl. Hier entlang. Ich komme ja schon. Oh nein. Was denken all die Leute von mir? Sie denken wahrscheinlich sehr, sehr schlecht von mir. Es ist nicht so, wie die Leute sagen. Nein, es stimmt nicht. Glaubt mir doch. Ich wollte das alles nicht. Ich bin für die Rage nicht verantwortlich. Auch nicht für diesen kuriosen Himmel, den wir gerade haben. Hier müssen sich eure Wege trennen. Ich weiß. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass er in den Forschungstrupp aufgenommen wurde. Daher will ich ihn persönlich zur Graslandbasis eskortieren und seine Verbannung sicherstellen. Ich möchte ihn auch begleiten. Und ich natürlich auch. Na schön, ich gestatte es. Ihr seid also zur Graslandbasis unterwegs. Ich wünsche eine sichere Reise. Kaum zu glauben, dass der Boss so ungerecht zu dir ist. Du hast die Könige und Königinnen doch nur besänftigt, weil es dir aufgetragen wurde. Ganz genau. Nur weil du aus dem Himmel gefallen kannst, verfügst du noch lange nicht über die Kraft, ihn komplett rot zu färben. Das ist eine absurde und unwissenschaftliche Schlussfolgerung. Als Wissenschaftler muss ich diese Entscheidung deutlich kritisieren. Ich denke, ihr tätet besser daran, euch nicht weiter einzumischen. Wenn ihr ebenfalls in Schwierigkeiten geratet, weil ihr Katze in Schutz nehmt, wäre damit niemandem geholfen. Allerdings gibt es noch andere, die dir zu Dank verpflichtet sind und dir vielleicht helfen können. Diam und Perla beispielsweise. Aber ja, vielleicht können der Diamant-Clan oder der Perl-Clan dich aufnehmen. Diam und Perla sind allerdings schon wieder in ihre Siedlungen zurückgekehrt. Vielleicht solltest du fürs Erste bei Topin vorbeischauen. Er ist bestimmt wie üblich beim Baumriesenkampffeld. Ich stelle dir alles zur Verfügung, was du für deine Forschung brauchst. Hör zu, du wirst dich daran gewöhnen müssen, den Argwohn anderer genauso zu ertragen wie ihre Bewunderung. Du hast keine Kontrolle über ihre Taten oder Gefühle. Wichtig ist, dass du deinen eigenen Werten treu bleibst. Was wird nur aus meinem Traum, von dem ich dir damals am Strand des Aufbruchs erzählt habe? Ohne dich wird die Vervollständigung des Pokédex nie Wirklichkeit. Professor Leyven, machen Sie sich keine Sorgen. Ich versuche, das Rätsel zu lösen. Vertrauen Sie mir. Okay. Dann danke ich euch allen. Kann ich trotzdem bei ihm meine Pokémon wechseln? Oh ja, das scheint zu funktionieren. Okay, das ist natürlich sehr, sehr praktisch.
Denn ich würde jetzt gerne noch einmal einen kleinen Wechsel vollziehen. Und muss dazu mal kurz schauen, welche Pokémon ich denn hätte. Hier, Gardevoir. Das nehme ich doch gerne mal mit auf. Und Gardevoir kriegt den Spitznamen Linus. Lieber Linus, ich grüße dich ganz herzlich. Du bist unser Gardevoir. So, mal sehen. Oh, wunderschönes Pokémon. So schön groß. Klasse. Auf Level 70. Das nehme ich gerne, gerne mit. Okay, wir haben einen weiten Weg vor uns. Können aber das Ganze ein bisschen abkürzen, indem ich jetzt eine Schnellreise mache. Wir müssen nämlich zum Baumkampffeld, Baumriesenkampffeld, so nennt sich das. Und da kann ich einfach kurz rüberspringen. Du, was hast du da angerichtet? Sieh nur, wie groß der Riss jetzt ist. Blitze aus diesem gigantischen Riss können bestimmt jedes einzelne Pokémon in Hisui in Rage versetzen. Der ganze Perkland steht gerade Kopf. Wir hätten wissen müssen, dass nichts, was vom Himmel heruntergefallen kommt, ein gutes Omen sein kann. Aber, Topin, ich brauche deine Hilfe. Bitte. Du willst, dass ich dir helfe? Das würde ich ja gern. Aber damit könnte ich Perla große Probleme bereiten. Du hast uns sehr geholfen, als du Axanto besänftigt hast. Ich wünschte, dafür könnte ich mich jetzt erkenntlich zeigen. Aber allein vermag ich nichts zu bewirken. Vielleicht kann Jona mehr für dich tun. Sie ist doch sonst auch so hilfsbereit. Du findest sie vermutlich an der Felsenbrücke. Dieser Ort scheint für sie voller Erinnerungen zu stecken. Irgendwo in den Weiten von Hisui wirst du sicher einen Platz für dich finden. Wenn du meinst, ich möchte eigentlich bei euch allen sein und nicht alleine irgendwo leben, wo sonst kein Mensch lebt. Ich hoffe, dass Jona mir helfen kann. Ansonsten muss ich sagen, dass ich schwarz sehe. Ich wüsste nicht, was wir ansonsten tun könnten. Oh Mann. Also wirklich, die Ereignisse überschlagen sich. Ich fliege schnell mit Waschakwil darüber. So sollte ich schnell zu Jona kommen. Okay, Waschakwil, ich würde sagen, volle Kraft voraus. Da vorne ist das Ziel. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir dieses Rätsel irgendwie lösen können. Also gut, volle Kraft voraus. Es gibt einiges zu entdecken. So, einmal quer darüber. Und da scheint diese Brücke zu sein, wo sich auch Jona befindet. Ja, zusammen mit ihrem Mamfaxo. Ich bin gespannt, was sie sagen wird. Danke, Gardevoir. Hallo, Jona. Da bin ich. Der Himmel. Was für ein Anblick. Ich bezweifle, dass es jemanden gibt, den dieser ominöse Anblick nicht aus der Bahn wirft. Was geht hier nur vor sich? Jona, glaub mir, das will ich auch gerne wissen. Aber ich habe keine Ahnung. Natürlich. Momentan hat wohl niemand eine Antwort. Unser Anführer hat mir von deiner Lage erzählt. Du kannst nicht mal nach Jubeldorf zurück, richtig? Leider muss ich dir sagen, dass auch der Diamantclan dir nicht helfen kann. Wenn wir das tun würden, wäre uns der Unmut der Galaktik-Expedition sicher. Du würdest doch selbst nicht wollen, dass es zu Streit zwischen uns und der Expedition kommt. Habe ich recht? So gern ich demjenigen helfen würde, der sich den Respekt Damitiers verdient hat. Es geht gerade einfach nicht. Verzeih mir. Doch verlier nicht die Hoffnung. Die Zeit wird alle Probleme lösen. Du hast dein Schicksal bisher immer selbst geschmiedet und wirst es auch weiterhin so tun. Ja, wenn ich doch nur wüsste, was ich machen soll. Ich habe keinen blassen Schimmer. All die Pokémon sind auch verschwunden. Wahrscheinlich verstecken sie sich alle, weil sie sich Sorgen machen. Shine! Hä?
Mein kleines Shinox. Hey, mein kleiner Racker. Du hast wohl keine Angst vor dem Himmel, was? Danke. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Ich werde euch retten. Ich werde euch beschützen. Ich darf die Hoffnung nicht verlieren. Für all die Pokémon hier. Ich muss stark bleiben. Ich kann es schaffen. Aber worin liegt die Lösung? Was muss ich tun? Du scheinst rätselhafte Ereignisse ja förmlich anzuziehen. Hä? Volo? Was machst du denn hier? Hallo Katze! Ich habe dich schon überall gesucht. Fast dachte ich, ich hätte meinen liebsten Kunden verloren. Ich weiß über dich und deine unglückliche Situation Bescheid. Ein guter Händler ist immer auf dem neuesten Stand. Wie es aussieht, werden dir der Diamant-Clan und der Perl-Clan keine Zuflucht gewähren. In der Galaktik-Expedition bist du natürlich erst recht nicht willkommen. Aber keine Sorge. Es gibt Teile der Hisui-Region, die selbst diese Leute noch nie zu Gesicht bekommen haben. Ach ja? Ich weiß genau, wo du unterkommen kannst. Überlass das nur mir. Okay, aber wo wollen wir denn jetzt hin? Da wären wir. Wo sind wir? Nicht das Neueste vom Neuen, aber fürs Erste musst du dich damit begnügen. Interessant. Was ist das für ein komischer Ort? Hier war ich ja wirklich noch nie. Und was ist das für ein Zelt und... Hä? Was ist das für eine Dame? Bist du wieder hier, um deine Pflichten zu vernachlässigen? Nicht einmal, wenn der Himmel sich rot färbt, lässt du von deinen Marotten ab. Guten Tag, Fräulein Kukita. Heute bin ich nicht hier, um etwas über die Mythen und Legenden Hisuis zu lernen. Kukita genügt. Und wen hast du da mitgebracht? Niemand Geringeres als den, über den gerade alle reden. Katze. Er war es, der die in Rage geratenen Könige und Königinnen besänftigt hat. Ach, die arme Seele, von der du mir erzählt hattest, nicht wahr? Verloren in Raum und Zeit. Deinetwegen scheint meine Pflicht endlich bald ihr Ende zu finden, Verlorener. Verlorener? Pflicht? Wovon sprechen Sie da? Der Riss im Raum-Zeit-Gefüge muss geschlossen werden, sonst geraten Raum und Zeit aus dem Gleichgewicht. Dieses Desaster zu verhindern, ist deine Aufgabe, Verlorener. Meine Aufgabe? Das wird ein längeres Gespräch. Warum kommst du nicht in mein bescheidenes Heim? Okay, sehr gerne. Also erzählen Sie schon, was muss ich tun? Es heißt, der Riss im Raum-Zeit-Gefüge verbinde unzählige Dimensionen miteinander. Und in einer von ihnen, weit hinter dem Riss, verweilt das ehrwürdige Sinnoh. Moment mal. Das des Diamant-Clans? Meinen Sie das? Von Vergangenheit zu Zuflucht erstreckt sich Zeit. In alle Richtungen erstreckt sich Raum. Unser Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Das ist die endliche Achse der Zeit. Und was sich in alle Richtungen um uns herum ausbreitet, ist der Raum. Du verstehst, oder? Allein durch die Einheit von Raum und Zeit kann unser Universum bestehen. Was nützt es also, so wie der Diamant-Clan und der Perl-Clan nur jeweils einen der zwei Aspekte zu verehren? Sie gehören zusammen. Verstehe ich das richtig? Möglicherweise ist diese Angelegenheit für dich leichter zu durchschauen, da du aus einem anderen Zeitalter kommst. Ich werde dir jetzt erklären, was du zu tun hast. Also hör gut zu. In Raum und Zeit, Verlorener.
Hier in Hisui gibt es 3 Seen. Den See der Wahrheit, den See der Kühnheit und den See der Stärke. In jedem von ihnen wohnt ein Pokémon, das einen Aspekt des Geistes verkörpert. Stell dich ihren Prüfungen. Wenn du sie bestehst, erhältst du von jedem von ihnen eine Gabe, die du zu den Nebelruinen bringen musst. Dort sollst du dann in den Besitz der roten Kette kommen. Sie soll es vermögen, die Welt zu binden. Die Welten binden, sagen sie? Was soll das heißen? Sie schließt also nicht den Riss? Spar dir deine zweifelnden Blicke. Ich weiß nur, was in den alten Geschichten dazu gesagt wird. Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, ob sie wahr sind oder nicht. Ich habe einzig und allein die Pflicht, sie ihrem Wortlaut gemäß zu überliefern. Wenn sich jemand schuldig gemacht hat, dann meine Vorfahren, die mir die Bürde aufgetragen haben, diese Legenden weiterzugeben. Aber wie dem auch sei, jetzt kennst du deine Aufgabe. Wirst du sie annehmen? Ja, natürlich werde ich sie annehmen. Wie vorbildlich von dir, deine Pflichten zu kennen. Oh, kleinen Moment bitte. Dein Arceus-Phone scheint auf irgendetwas zu reagieren. Dein Arceus-Phone zeigt dir nun an, wo sich die 3 Seen befinden. Bei Fräulein Kogitas Behausung gibt es übrigens eine Werkbank, die du benutzen kannst. Falls es dir an Materialien mangelt, biete ich dir gerne einige meiner Handelswaren an. Zum richtigen Preis, versteht sich. Und was ist mit der Weide? Tja, ich bin mir nicht sicher, was du wegen der Weide tun könntest. Abra! Nanu, dieser Ruf eben. Hat sich etwa ein Pokémon hierher verirrt? Kümmert euch bitte darum. Schon recht. Gehen wir, Katze. Was war das für ein Abra? Komisch. Schauen wir doch mal nach. Oh, ein Abra. Von wo hast du dich denn her teleportiert, hä? Abra! Hat es da einen Brief? Und... Hä? Er ist für dich, Katze. Echt? Mal sehen. Du liest den Brief. Katze, du kannst mein Pokémon nutzen, um auf deine Pokémon auf der Weide zuzugreifen. Außerdem habe ich dafür gesorgt, dass dir die Basislager weiterhin zur Verfügung stehen. Ich vertraue darauf, dass du nach deinen hervorragenden Leistungen als Mitglied des Forschungstrupps auch diese extraordinäre Situation schnell bewältigen wirst. Celestis, Kommandantin des Forschungstrupps. Und? Sind es gute Nachrichten? Ja, tatsächlich. Kommandantin Celestis unterstützt mich. Na schön. Dann sollst du dich jetzt wohl auf den Weg zu diesen 3 Seen machen. Ich bin mir sicher, dass eine Menge harter Arbeit vor dir liegt. Vielleicht findest du ja jemanden, der dir dabei helfen kann. Der Händler steht wie immer mit einem klugen Rat zur Seite, wie ich sehe. Hey, Perla und Diam. Fürs Erste ist es mir gelungen, meinen Clan zu beruhigen. Die Wächter behalten die Königinnen und Könige im Auge, doch sie scheinen nichts Ungewöhnliches festgestellt zu haben. Die Lage ist also noch einigermaßen entspannt. Trotzdem kann ich nicht an die große Glocke hängen, dass ich dir helfe. Uns öffentlich dem Willen von Expeditionsleiter Denboku zu widersetzen, würde die Beziehungen zwischen den Clans und der Galaktik-Expedition zerrütten. Um die Sache kurz zu machen, wir haben uns entschieden, dir heimlich zu helfen. Damit wir nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen, musst du dir allerdings einen von uns aussuchen. Auch wenn ziemlich klar ist, wer das sein sollte. Also ich muss schon sagen, ich habe euch beide wirklich sehr in mein Herz geschlossen. Seid mir beide sehr sympathisch. Ich habe viel mit Perle erlebt, deswegen würde ich am liebsten mit Diam gehen. Natürlich wählst du mich. Immerhin hat dieser gut aussehende Mann hier dir die Elysienflöte geschenkt, auf der du jetzt so fleißig Melodien spielst. Ja, Diam, ich wähle dich. Gute Wahl.
Du kannst dich auf mich verlassen. Und wer übrig bleibt, tut was? Das klingt ja, als wäre ich nur ein Überbleibsel. Ich werde mich an Expeditionsleiter den Bokus Fersen heften. Wenn ihn jemand umstimmen kann, dann ja wohl ich. Ja, natürlich. Dann sollten wir keine Zeit verlieren und gemeinsam zum See aufbrechen. Auf dem Weg dorthin kann ich dir alles Wichtige erklären. Aber welchen See meinst du? In Hisui gibt es 3 große Seen. Wie auch immer, wir sollten jetzt keine Zeit verlieren. Lass uns sofort aufbrechen. Den Rest entscheiden wir später. Allerdings sollten wir nicht zusammen gesehen werden. Ich mache mich allein auf den Weg zu unserem Treffpunkt. Ich vertraue darauf, dass du Katze keinen Ärger machst, Diam. Ei, ei, keine Sorge, Perla. Die Prüfung am See der Weisheit, der Kühnheit und der Stärke. Wow, es bleibt sehr, sehr spannend. Bleib katztastisch.